Hallo Sportsfreunde und herzlich willkommen bei Crunchtime United. Ich bin Tommy und ich begrüße euch zu einer neuen Episode von EA Sports UFC 2 mit der Karriere von Victor the Nightmare Pedersen. Wir stehen im Finale von The Ultimate Fighter für das Team Cerrone. Du stehst im Finale, das bringt dir neue Fans und zusätzliche UFC-Popularität und verlängert deine Langlebigkeit. Aber vergiss nicht, dass du immer noch einen Sieg holen musst. So sieht's aus, wir stehen im Finale und das soll natürlich gewonnen werden, um hier einen festen UFC-Vertrag zu haben. Beim letzten Mal haben wir uns ja richtig gut geschlagen, falls ihr das Video noch nicht gesehen haben solltet. Ich verlinke es euch oben rechts in der Info und jetzt geht es erstmal los mit dem Training für das Finale. Garen Aslanian, das ist also unser Gegner im Finale, Muay Fighter mit einem Standwert von 71, Bodenwert von 62 im Clinch mit einer 71, insgesamt 69. Er hat jetzt keine Kämpfervorzüge, das sind besondere Skills, die werden wir natürlich später in der Karriere ebenfalls dann auch bekommen. Und ja, somit geht es also in das Training gegen diesen Gegner, das Trainingslager. Da werden wir mal schauen, worauf wir uns denn so vorbereiten. Ich würde sagen, dass wir tatsächlich uns diesmal auf Bewegung konzentrieren. Verteidigungstaktik, Bewegung und Blocken, das wird sicherlich nicht unbedingt unwichtig sein. Wobei Beintreffer, oh, jetzt, wenn wir so richtig Power in die Beine kriegen würden, wäre das auch nicht verkehrt. Nein, aber diesmal konzentrieren wir uns auf die Verteidigungstaktik und gehen vielleicht, ja doch, komm. Wir gehen direkt auf schwer und schauen mal, was es heißt. Also, wir sollen hohe und tiefe Blocks. Zeitlimits eine bestimmte Anzahl Treffer verhindern, ohne getroffen zu werden. Egal. So. Ja, klasse. Toll geblockt. Oh, wow, wow, wow. Da bin ich volles Risiko gegangen. Ihr könnt nämlich neben normalen Blocks. Ach. Schön parieren. So, auch parieren, aber. Vergiss den Treffer, das kannst du besser. Aber das war natürlich nichts. Das war natürlich nichts. So. So, da haben wir gleich dreimal geblockt. Toller Block. Lass dich nicht treffen. Ja, den haben wir leider nicht geblockt. Den aber. 260 Punkte. Ich glaube nicht, dass das wirklich gut war. Oh, 900 Punkte. Wie sollen wir das denn schaffen? Wie sollen wir das denn schaffen? Das wird auf jeden Fall nicht einfach. Das wird nicht einfach so pariert. Oh, Junge. Ohne getroffen zu werden. Lauf doch nicht in den Schlag rein. So, gut, 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 gut. Na los, streng dich an. Der war schwer zu kontern. Ja, schön. So, unsere Hände sind auf jeden Fall angeschlagen. Wir müssen aufpassen. Eieieiei. Schön geblockt. So, 600 Punkte. So, je weiter natürlich wir uns vom Gegner entfernen, desto schwerer wird es für ihn, uns zu treffen. 700 Punkte. 700 Punkte. Ein C. Ja, komm. Das nehmen wir. Das nehmen wir. Da bin ich zufrieden mit. Das ist hier nicht wirklich einfach. Gerade bei so schnellen Schlagsalben des Gegners, da richtig drauf zu reagieren, ist für mich vollkommen in Ordnung. Und dementsprechend würde ich sagen, werden wir dies hier auch weiter skillen. Die Verteidigungstaktik. Und auch beim dritten Mal nehmen wir hier die Verteidigungstaktik. So. Einmal aufskillen. So. Und somit geht es also in den Kampf, das große Ultimate Fighter Finale für Victor the Nightmare Pedersen. Up next, it's a heavyweight showcase between the Nightmare and Express.
Express, looking to prove once again that he's one of the best in the world. This guy is an outstanding striker. What he wants to do is use his defense to keep the fight standing, use the takedown defense and a good solid sprawl, and if he does go to the ground, make sure he gets back up and punishes his opponent. Express enters the octagon ready to fight. The Nightmare, coming off a great training camp, and feels outstanding. This guy is an excellent striker. What he wants to do is utilize his footwork, his takedown defense, and land hard strikes to get the victory. The Nightmare, set to fight Express. Our tale of the tape for this heavyweight collision. Both fighters are 21. The Nightmare weighed in at 254 pounds. He will have a 9-inch reach advantage. And with the official introductions, here's the veteran voice of the Octagon, Bruce Buffer. Ladies and gentlemen, these two fighters will be competing tonight in the Octagon to determine who will be the winner of this season's Ultimate Fighter. Introducing first, fighting out of the blue corner, a Muay Thai fighter holding a professional record of 7 wins, no losses. He stands 62 inches tall, weighing in at 215 pounds. Fighting out of Yerevan, Armenia, and now, fighting at the red corner, this man is a Taekwondo fighter, making his professional debut here tonight. He stands 6 feet 6 inches tall, weighing in at 254 pounds. Fighting out of Cologne, Germany, Peter Sahn. And when the action begins, our referee in charge, Dan Mergliotta. Dan Mergliotta, our referee. Somit geht es also in das große Finale. Hier werden wir unserem Gegner aber auch Respekt zollen. Wir sind das erste Mal ganz groß auf der Bühne der UFC. Und da wollen wir uns natürlich nicht als unsportlicher Fighter irgendwie zeigen. Natürlich wird jetzt hier auch wichtig sein, dass wir ein bisschen unerfahrener sind als unser Gegner. Der hat hier bereits 7 Profikämpfe hinter sich. Das heißt also, wenn man bei The Ultimate Fighter mitmacht, muss man nicht unbedingt hier absoluter Neueinsteiger sein, sondern da sind halt auch schon Leute dabei, die ihre ersten Schritte in der Mixed Martial Arts Welt bereits hinter sich haben. So, das ist wichtig, dass wir hier gute Treffer setzen. Gut ausgewichen, gleich zweimal von Asnanian. Aber dann gibt es erstmal den Headkick und noch einen zweiten dahinter und den dritten auch noch. Sehr schön, sehr schön. Aber wir müssen ein bisschen auf unsere Ausdauer achten. Da bin ich natürlich genau zur falschen Zeit ausgewichen. So, komm her, mein Freund, komm her. So, schöner Legkick. Gleich noch einer hinterher. So, und dann Highkick. Ja, der ging leider daneben. Beim letzten Mal hat es noch funktioniert. The Nightmare with a nice kick. So. And another. Good right hand, that's what I'm talking about. Big spinning back. Oh, wow, das hat aber beides getroffen. Aslanian ist aber etwas mehr angeschlagen, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Sehr schön. Sehr schön getroffen. Die beiden Treffer abgewehrt, aber
So, den Takedown, den wissen wir hier direkt wieder zu egalisieren. Ist aber wichtig, auf jeden Fall für die Punktrichter. Takedowns sind immer sehr, sehr wichtig. Wenn ein Kampf in die entscheidende Phase geht und er sehr eng ist, kann so ein Takedown schon mal einen Fight tatsächlich entscheiden. Junge, was machst du denn da? Junge, was machst du denn da? Die Jabs treffen, das ist wichtig, das ist wichtig. Die Gegner langsam zermürben. Nice jab. Letzte Minute der ersten Runde. Diesmal geht es auch ganz normal, regulär über drei Runden. Wir sind hier in der UFC. Sehr schöne Kombination. So langsam findet Pedersen hier so ein bisschen in den Groove. Sehr schöne Kombination jetzt. Jetzt kriegt Asilanian hier wirklich Probleme. 20 seconds. Während Pedersen jetzt hier Selbstbewusstsein tankt nach solchen Treffern. Der geht leider daneben. Da sollte der Takedown kommen. The Nightmare with a punch that connects. Schade, schade. Zum Ende wollte ich hier nochmal mit einem Spinning Backfist hinterher setzen, aber das hat nicht funktioniert. Nichtsdestotrotz, schöne Treffer von Pedersen, der seinem Gegner hier ordentlich zugesetzt hat. Unser Problem bisher natürlich noch die Ausdauer. Wir können nicht wirklich nachsetzen. Da werden wir sicherlich auch nochmal weiterhin dran arbeiten müssen. So, schöne Treffer von Pedersen. Somit also die erste Runde müsste ganz klar an The Nightmare gegangen sein. Aber wie gesagt, man weiß es nicht. Never leave it to the judges, sagt auch Dana White immer. Und wir wollen diesen Kampf natürlich auch nicht über die volle Distanz laufen lassen. Wir wollen hier ein eindeutiges Ergebnis. Das ist das, was ich mir für diese Karriere vorgenommen habe. Auf jeden Fall ein Statement zu setzen. Runde 2. Oh, Junge. Ich dachte schon, du ziehst zurück. Hat er sich aber gerade nochmal gerettet, wa? So. Sehr schön mit den Body Kicks. Spinning Back Fist. Head Kick hinterher. Sehr schön. So. Die Jabs des Gegners blocken wir mit unserem Gesicht. Bam. Komm schon, komm schon. Sehr schön. Aber der Jab hat ihm eigentlich viel mehr zugesetzt, als ich gedacht hätte oder als ich auch gewollt hätte. Schön ausgewichen. Aber jetzt wieder das Problem der Ausdauer. Da werden wir natürlich im Laufe der Karriere ordentlich aufskillen müssen, um dieses Problem zu beheben. Guter Treffer von Pedersen. Oh, solid Jab! Der Spinning Backfist landet leider nicht. Oh, da laufen wir direkt in den Headkick. Direkt in den Headkick. Wieder ein Clinch. Direkt in den Muay Clinch. Aber da konnten wir uns glücklicherweise sofort befreien. Schöner Treffer von Pedersen. Aber da können wir nicht wirklich nachsetzen. Drei Jabs. Sehr schön. Sehr schön. Spinning Backfist trifft wieder das Ziel. Junge, mit deinem Gesicht wirst du nicht die ganze Zeit blocken können. Oh, schöner Takedown. Da erwischt er uns in einer sehr unvorteilhaften Position. Das ist natürlich sehr, sehr unglücklich gelaufen für uns. So, da wollen wir das Ganze aber drehen. Komm, in die Backmount. Da will er aber wieder zurückkommen in die Backmount. Das ist eine sehr, sehr schwierige Position für den Gegner. Der kann sich jetzt hier aber befreien. So, jetzt Schläge. Nein, ich glaube, da will ich lieber aufstehen. Nicht, dass wir hier unsere Ausdauer vernachlässigen und uns dann vielleicht in einer Submission wiederfinden. So, schöner Treffer zum Körper. Jetzt aber gute Treffer, diesmal von Aslanian, der sich mehr und mehr auf den Körper des Gegners konzentriert. Wow! Was zur Hölle war das? Was zur Hölle war das, meine Freunde? Heidewitzka! Wo kam der denn her? Good straight punch. Another connection by Pedersen. Oh. Solid right hand. Da müssen wir aufpassen. Da müssen wir aufpassen. Jungs, wo kam der her?
big head kick lands. Good combination. Schöne Kombination zum Ende der Runde. Wow, was für eine Runde. Hier, Spinning Backfist. Aber zum Ende der Runde hat Aslanian so ein bisschen das Momentum auf seiner Seite gehabt. Hat immer wieder kleinere Treffer gehabt. Auch wenn Pedersen insgesamt natürlich die effektvolleren Treffer hatte. Auch hier wieder mit der Spinning Backfist. Da hat man dann schon gesehen, dass die Treffer von uns bisher mehr Wirkung gezeigt haben. Auch wenn Pedersen hier schon einen Cut am Auge hat. Da lassen wir uns natürlich überhaupt nicht von beeindrucken. Auf geht es in die dritte Runde. Jetzt wird sich alles entscheiden. So, Victor, The Nightmare Pedersen, die letzte Runde in diesem Kampf. Wird er sich vorzeitig den Sieg sichern können oder schafft Aslanian hier tatsächlich das, ja, fast schon Undenkbare? Oh, guter Treffer, sehr starker Jab von ihm. Also wenn er mal trifft, wenn er wirklich mal trifft, dann aber richtig. Der Arm aber von Aslanian auch immer mehr geschwächt. So, der hat gesessen. Der ebenfalls, sehr gut. Spinning Backfist geht schon wieder daneben. Da fehlt uns die nötige Reichweite, aber hier aus der Distanz, da können wir den Kampf kontrollieren. Da können wir kontrollieren, was passiert. Sehr schöner Treffer, direkt nachgesetzt. Junge! Der hält aber auch was aus. Der hält aber auch was aus. Das kann man ihm wirklich nicht vorhalten, dass er nicht kämpft. Dass er nicht kämpft. So. Tja, die Schwergewichter. Da sehen wir so ein bisschen natürlich auch den großen Nachteil im Schwergewicht. Die Ausdauer. Die Ausdauer. Da täuscht er den Takedown an. Trifft aber nicht. Good left hand by the Nightmare. Sehr guter Treffer, sehr guter Treffer. Jetzt können wir aber nicht wirklich nachsetzen. Wie gesagt, die Ausdauer. Takedown versucht, der war aber kläglich. Der war kläglich. Jetzt treffen wir auch gar nichts mehr. So, der sah besser aus. Ebenfalls Körpertreffer. Jetzt haben wir leichte Probleme mit der Ausdauer. Aber immer wieder können wir hier mit einem Impact-Schlag Gegner zusetzen. So, aber es sind nur noch hier einzelne Treffer, die uns von uns mal kommen. So eine wirkliche Kombination, da wird es schwierig. Ah, der wäre wichtig gewesen, wenn der gesessen hätte. Guter Legkick, aber auch vom Gegner. Was für eine Kombination. Aber wir kriegen ihn hier nicht zu Boden. Meine Güte, die letzte Minute. Die letzte Minute. Kann sich hier Aslanian über die Zeit retten? Oder wird er hier noch ausgenockt? Und da geht er zu Boden. War's das? Der Gegner hat noch nicht. Sehr schön. Da ist der Sieg. Oh, heilige Scheiße. Was war das für ein Kampf? Also der Typ hat mehr ausgehalten als so ein Sandsack. Meine Güte, aber dann hier mit dem linken Kick, da haben wir ihn gefällt. Erneut ist es ein Headkick, der diesen Kampf entscheidet. Holy shit, das war doch mal ein Finale. Boom. Ja, und irgendwann, da hat man schon gesehen, bei den letzten Treffern, da hat er gar nicht mehr reagiert. Wir hören uns hier das offizielle Urteil an. And there he is, this season's Ultimate Fighter. Tja, der Ultimate Fighter Sieger Victor The Nightmare Pedersen hat hier also die Trophäe überreicht bekommen.
hat also seinen UFC-Vertrag in der Tasche und somit heißt es für uns 1-0. Der erste Kampf, der erste offizielle UFC-Kampf geht für uns positiv aus. Wir gewinnen diesen Fight und sind somit also Teil der UFC. Das Turnier haben wir gewonnen, The Ultimate Fighter haben wir also somit hinter uns gebracht. So, und jetzt geht es ja in die richtige UFC-Welt. Das wird auf jeden Fall ein interessanter Weg für Viktor Petersen. Ich hoffe, ihr begleitet den, und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr das Ganze mit einer positiven Bewertung abschließen könntet. Drückt den Daumen nach oben, abonniert den Kanal, wenn ihr nicht mehr verpassen wollt, und schaut auch gerne in die anderen Videos rein, hier bei Crunchtime United. Das war's auf jeden Fall von mir, das war's mit EA Sports UFC 2 für heute. Ich hoffe, euch hat's gefallen und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei, wenn es Dienstag wieder heißt, EA Sports UFC 2 mit mir und mit Viktor Petersen. Holy shit, ja, ich brauche jetzt erstmal eine Pause, wir sehen uns dann nächste Woche. Vielen Dank fürs Zusehen, macht's gut und tschüss.